Hey ho und herzlich willkommen hier bei Tomb Raider. Letzte Folge haben wir damit sind wir in Richtung des Turms versucht zu gelangen, des Sendeturms, und haben verkackt. Ja, ich habe verkackt. Aber jetzt Runde 2, um diese Typen da raus zu... Zack. Zack. Was hast du da oben? Zack. Zack. Irgendwo war noch einer, der Dings wirft, glaube ich. Da war, glaube ich, irgendwo noch. Komm, 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 komm raus. Alter, komm raus. Autsch. Das könnte demnächst noch schmerzhafter werden. So, waren das alle? Ja, vorerst waren das alle. Gut. Bis ich da oben jetzt hochkletter. Zack. Schnell Munition und Pfeile wieder hoch. Bisschen versuchen aufzuladen. Zack. Zack. Und Bergungsgut, okay. So. Hier brauche ich auf jeden Fall. Da oben. Normalerweise. Na, komm mal. Ha! Ich glaube, er hat sich. Ah, nicht ganz. Er hat sich nicht selbst. Gut. Müssten jetzt, glaube ich, alle gewesen sein. Na, gut, dass ich gerade... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ups. So. Ja. Oh.
Ah, ich habe noch Teile für einen Bogen. Das ist gut. Das heißt, wir können unseren Bogen bald wieder auffüllen. Aufbessern. Mal schauen. Er hat auch noch was. Da hoch komme ich nicht. Okay. Ja, ich will lieber mal alles Mögliche finden hier. So. Bevor wir da jetzt rein und spazieren. Wer weiß, was uns da drin erwartet. Ich bin hier schon so schon ein nettes Empfangskomitee kommt. Okay. Wollen wir mal schauen. Hier sind erstmal noch Munitionskisten. Und eine Fackel. Und noch mehr Modifikationsmöglichkeiten. Ist schön. Da geht's. Warte mal, steht da einer? Nee, das war nur die Mauer. Okay. Da geht's schon mal weiter hoch. Achso, beide führen es. Gerade mal da lang. Okay. Was bei den Schränken oder so? Irgendwas, was man öffnen kann? Nee. Schade. Vielleicht mal mit der Kamera luschern. Sieht aber nicht danach aus, als wären da noch Gegner. Da ist allerdings Bergungsgut. Zack. Und eine Tür, die man vielleicht öffnen könnte. Und hier haben wir. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Ja. Und damit haben wir auch den zweiten von zwei Senshi-Marken oder was das da sind. So, hier. Von ihr haben welche ja schon. Warte mal, die Bücher irgendwas zu sagen? Nee. Ja, sorry. Ich muss da. Ach, dafür brauche ich das Feuer. Ich sehe schon, dafür brauchen wir Feuer. Plopp. Na, da war. Keine Angst. Da geht's nicht so weit runter. So, Bergungsgut. Okay. Schauen wir mal. Das ist nur der Wind, okay. Gott sei Dank. Wird aber auch stürmisch hier oben. Hier ist irgendwo ein Lager. Ah, da. Schön. Da. Ist aber auch windig da oben. So. Fähigkeiten. Können erstmal eine Fähigkeit. Munitionskapazität. Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. So. Nee. Das vielleicht. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, um mehr Munition zu transportieren. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um den Bogen zu ziehen. Das will ich haben, auf jeden Fall. Das habe ich hier eben ja gemerkt, dass das richtig gewackelt hat. Und Bogen nutze ich halt gerne. Ich bin nicht so der Schusswaffenfreund, sondern eher der Bogen. Obwohl eigentlich
wenn man es penibel nimmt, ein Bogen ja auch eine Waffe ist, wo man Pfeile schießt, aber so, Bogen. Ich dachte, Bogen kann ich verbessern. Mann, seid vielleicht gemein. So, gepolstern. Beim Feuern. Rücklaufbremse, Klebeband, Doppelmunition. Okay. Da kann ich Rücklaufbremse. Anfangen. Ups, nee. Das wollte ich nicht. Warte mal, da Handfeuer machen wir mal kurz. Munition, Modifikationen erhöht die Schussfrequenz. Ups. Okay. Aber das wäre auch sowieso okay. Weil das bringt das Projektil präziser ins Ziel, erhöht damit den Schaden. Also das ist sogar noch eine Schadenserhöhung. Das ist auch okay. So, da das ein Lagerplatz ist, ist ja gespeichert, das ist das Gute. Und 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Forschung. Matthias hat angefangen, Hinweise darauf zu entdecken, was es mit diesem Ort wirklich auf sich hat. Was war sein Plan? Ja, aber man merkt, immer wieder, es muss eigentlich die richtige Insel sein, diese Yamatai-Insel mit der Königin Himiko, weil ein altes japanisches Reich mit einer mysteriösen Königin, die Stürme und so kontrollieren kann, ne? Das passt doch alles zu der Story, die Sam uns mal erzählt hat. Boah. Man merkt, die, allein schon an der Kamera merkt man das beim Gehen, dass das ordentlich Wind sein muss. So, springen und hochklettern. Kletter, 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 kletter. Zack. Hab. Ich hoffe mal, hier kommt kein Schwein. Also, ich hoffe mal, hier kommt keiner. Ich habe nämlich gerade mal nicht wirklich die Lust. Okay, los geht's. Okay. Ganz vorsichtig, Never. Nicht zu hastig. Oh, das knarrt schon. Ja. Oh mein Gott. Okay, jetzt sollten wir uns doch mal vielleicht versuchen, ein bisschen höher zu klettern, damit das nicht alles abbricht. Ah, Krähen. Ihr müsst ja. Komm, hoch, 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 hoch. Höher, 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 höher. Ja. Ui. Also das, der Platz ist, glaube ich, perfekt für Leute, die Höhenangst haben. So leicht. Und ich muss, und sie muss noch höher. Weil da oben müssen wir hin. So wie ich das verstehe. Na toll. Und da sind, wie ich sehe, auch schon welche Sachen abgebrochen. Na super. Aufpassen. Ui, 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 ui.
Ein Fehler und weg ist er. So, und jetzt, glaube ich, müssen wir schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja! Lara Croft, du bist meine Heldin! Hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Reyes hat mal gelächelt. Ja, ein Signal. Ein Signal. Die Frage ist, wie kommt sie jetzt am besten darunter? Ist doch ein bisschen was abgebrochen. Ach, das hat sie geschafft. Merkwürdig, da oben war doch noch was abgebrochen. Okay, dann... Und... Jump! Oh, ja. So kommt man definitiv runter. Oh ja, sehr definitiv sogar. So, allerdings... Puff! Bevor wir da jetzt das Signal geben, war es das erstmal für Tomb Raider mit heute, für heute, Entschuldigung, mit mir und Lara Croft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lasst ja, in den Kommentaren eure Meinung zu diesem Projekt auch und so. Da würde mich natürlich nebenbei auch... so über andere Themen natürlich freuen. Ich werde jeden Kommentar lesen nebenbei. Ja, und ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir mit Lara Croft ein Signal für das Flugzeug geben, wir endlich von dieser Insel runterkommen und ja, und dementsprechend erzählen können, dass wir Yamatai gefunden haben. Tschüss, ciao.